Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nächsten Teil, Tag 96, da sind wir wieder. So, und ja, ich bin noch gerade dabei, ich habe ein paar Sachen hergestellt. Ich bin auch noch dabei, ein paar Sachen herzustellen und muss mich nochmal ganz kurz ausmüllen. Und dann können wir eigentlich mal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen erstmal, ja, dass wir mal einen kleinen Ausflug machen, weil mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf und ich finde das natürlich auch ein bisschen langweilig, wenn wir die ganze Zeit nur irgendwie abbauen, bauen, was weiß ich. Bauen müssen wir zwar und so weiter, aber ja. Und ich denke auch mal, das ist jetzt einfach nur, ich hoffe zumindest, dass es, haben wir hier Sand drin gehabt? Irgendwo hatten wir Sand drin. Hatten wir Sand? Irgendwo hatten wir Sand. Ich mache das mal nicht abgesehen. Was wollte ich sagen? Ich denke mir mal, so die nächste Horde können wir durchaus auch schon in der Hordenbase spielen, auch wenn die noch nicht fertig ist. Ich glaube, das können wir machen. Das ist natürlich auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht hier und da so ein bisschen Probleme kriegen. Das müssen wir dann mal gucken, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. So, da müssen wir mal schauen. So, ich packe mir erstmal den Bohrer erstmal weg, weil den brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil wir eben halt so eine kleine... Ach, guck mal hier, Schießpulver wollten wir auch noch ein bisschen. Ja, wir müssen ein bisschen horten. Wir brauchen noch ein bisschen Papier. Ein bisschen Blei müssen wir noch organisieren. Wobei, da müsste ich eigentlich den Bohrer eigentlich wieder mithaben. Wobei, ich will jetzt auch nicht zu viel Bori-Bori machen, weil das ist ja nicht unser Job. Ja, egal. Bevor wir jetzt hier groß rum exerzieren. So, das machen wir da. Das Holz lassen wir auch hier. Ich nehme aber ein paar Blöcke mit. Das habe ich da. Das packen wir mal hier hin. Kettensäge, die packen wir auch mal weg. Das nehmen wir mit. Das verkaufen wir. Benzin brauchen wir. Okay, passt schon. Dann fahren wir mal kurz rüber zur Händlerin und holen uns dann auch nochmal oh, guck mal hier, ist das schon wieder alles ausgewachsen. Nee, ist ein Anbau. Machen wir nämlich sonst nochmal eine Quest oder zwei. Na, ich glaube, wir werden nur eine Quest schaffen. Werden wir vielleicht noch ein bisschen abbauen hier und da. Mal kurz gucken, ob hier irgendwelche Zombies draußen rumgewieselt sind. Aber das sieht mir nicht danach aus. Jo, und wir haben noch 20% Benzin. Vielleicht sollten wir dann mal ein bisschen nachtanken. Außer ein bisschen reparieren. Dann sind nämlich wahrscheinlich die gleich zwei Repair-Kits gleich im Moors. Aber das machen wir gleich, wenn wir da sind. Hallo? So. So. Einmal bitte reparieren. Und einmal bitte... So. Das sieht gut aus. Okay, super. Nein. So. Einmal kurz... Nein. Machen wir uns mal ganz kurz eine Quest. Das dürfte eine Dreier-Quest werden. Könnte natürlich ein bisschen unangenehm werden, aber es passt schon. Hallo, Jen! Ich brauche Arbeit! We've got the best prices in the wasteland. Das werden wir sehen. So, Electrical Traps, Medical Journal, Fury Assist, die hat eben halt auch nur die. Achso, wir wollen erstmal verkaufen, ne? Verkaufen wir erstmal ein bisschen was. Das verkaufen wir. Und dann brauche ich einmal Quests von dir, bitte. Darf ich deine Aufgaben sehen? So, Level 4 haben wir sogar. Befallene beseitigt. Ach du grüne Neune. Level 4. 413. Abholen, säubern, Befallene beseitigt. Befallene beseitige. So, machen wir mal Zombies. Das könnte ein bisschen unangenehm werden. Vielleicht vernibbeln wir sogar. Deswegen 400 Meter, das ist, glaube ich, noch ganz gediegen. Da können wir zumindest noch hinlaufen, falls wir verrecken. Was leider nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Da habe ich dann ein bisschen Manschetten vor, auch wenn das Level 4 ist. Das ist schon, schon üppig. Da passieren schon Dinge. So. Da gucken wir mal. Machen wir mal eine Quest. Wie gesagt, müssen wir mal so ein bisschen unterwegs sein, weil so richtig unterwegs waren wir ja eigentlich auch noch gar nicht. Also so die klassischen Loot-Touren von früher, wo man einfach mal so durch so eine Stadt mal durchgestreunert ist, das haben wir ja eigentlich auch noch nicht so wirklich gemacht. Hier und da mal so ein bisschen, aber das müssen wir eigentlich auch mal wieder machen. Früher hat man dann ja auch eher... Ist man wirklich dann Zeile für Zeile einmal durchgegangen, hat dann Gebäude für Gebäude dann einmal weggelootet, aber das macht man jetzt irgendwie auch nicht mehr so wirklich. Also ich mache es zumindest jetzt nicht mehr wirklich. Ich bin ja auch hier in dem Projekt irgendwie noch nicht so wirklich dazu gekommen, wirklich mal auf ausgiebige Loot-Tour zu gehen. Aber das werden wir vielleicht auch nochmal irgendwie ändern und mal anders aufziehen. So. So, dann parken wir erstmal hier. Und hier waren wir schon 30 Mal gefühlt. Da. Ja. Aber hier drin wird es auch unangenehm. Ich hatte da schon... Ola, ola.
Ferale und dann noch. So. Zwei weniger. So, Butcher Pete's. Vierer Base, hätte ich fast gesagt. So, machen wir erstmal hier ein bisschen. Vierer. Ja, ich will auf jeden Fall eigentlich noch. Das wäre einer meiner erklärten Ziele, vielleicht auch mal so eine Nachtmission nochmal machen. Warte mal. Kommen die von draußen? Ich wollte gerade sagen, die kamen noch nicht von drin. Okay. Eine Nachtmission wollte ich auf jeden Fall machen, aber bei der Nachtmission würde ich ganz gerne erstmal warten, bis wir eine M60 haben. Eine M60 wäre schon vorzüglich. Da müssen wir vielleicht mal gucken. Vielleicht haben wir die schon. Obwohl, das können wir gleich mal gucken. M60 haben wir noch nicht freigeschaltet, ne? Ne, haben wir noch nicht freigeschaltet. Level 37, 60. Brauchen wir Maschinengewehre. Da sind wir auch noch ein bisschen von weg, M60. 43, 37. Da brauchen wir 60 Magazine für. Das ist schon hammerhart. Das sind eben so Sachen, ne? Das blockiert natürlich so ein bisschen, aber das ist ja auch Ziel des Spiels oder besser gesagt Ziel dieses Skillsystems, dass du eben nicht mal eben irgendwas fertig machst, sondern dass du schon natürlich so ein bisschen, dass du halt Zeit brauchst. So, Minion. Hm? Hallo? Heilige Mutter. So, hatte ich den einen schon gekillt hier? Ah, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Moin. Moin. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe den aber dematerialisiert hier mit meiner Pumpgun, aber es war er selber. Also ich habe selber weggepumpt. Da siehst du mal, was die für Schaden machen, ne? Unglaublich, ey. Unglaublich. Also mal hier. Das können wir mal hier lassen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, das nehmen wir mit. Da können wir nichts machen. Ich wünschte mir, eines Tages werden die auch nochmal funktionieren. Das könnte ja auch eine Quest sein, dass man die unter Strom setzt und dann wird, was ich, du fährst eine Etage höher oder sowas. Das wollten die ja auch ein bisschen mehr aufbohren, sowas. Aber ob da natürlich Elektrizität noch mehr mit drin ist, das weiß ich natürlich nicht. So. Da kann eigentlich keiner kommen. Da sind hundertprozentig Hunde drin. Wie gesagt, wir haben ja diese Location schon 43 Mal gespielt, gefühlt. Und da sind 100 pro Zombies drin. Also, Zombie-Hunde. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen Messing mit. Wir haben zwar noch zu Hause, aber naja. So. Hallo. Können wir ein bisschen ballern? So, du stehst auch nochmal auf, ne? Jetzt nicht mehr. So. Da fliegen die Köpfe. Aber ich glaube, das war nicht der einzige Hund hier bei der Quest. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So. Haben wir hier noch was Feines? Ja, Sand können wir, glaube ich, zu Hause lassen. Aloe Vera-Samen nehme ich mit, auch wenn ich da nicht unbedingt drauf angewiesen bin, aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit, Junge. So. Mal die Pumpe mitnehmen. Daher die Pumpe ist immer meine absolute Lieblingswaffe. Also, ja, doch, würde ich sagen. AK-47 ist auch gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, so die typische Frage, was nimmst du auf eine einsame Insel mit? Entweder eine AK oder eine Pumpgun, dann würde ich immer eine Pumpgun nehmen, glaube ich. Ich würde immer eine schöne Pumpgun nehmen. Eine schöne, radikale Pumpgun. Achso, so, nehmen wir noch Plastik mit? Weiß nicht, brauchen wir Plastik? Also, ich meine, wir brauchen Plastik, aber brauchen wir jetzt unbedingt das Plastik? Egal, nehmen wir mit, was soll's, passt schon. Überall Maismehl können wir uns eigentlich auch an den Backen schmieren. Ich glaube, ich schmeiße ich auch gleich mal weg, weil, brauche ich nicht. So, einmal das. Dann könnten wir, warte mal, wir können den Kram eigentlich auch mal mit abbauen. Wir brauchen die elektrischen Teile. Das nehmen wir nochmal schön mit hier. Messing können wir auch nochmal, das hatten wir auch selten gemacht. Hier in den Waschbecken ist nämlich da noch Messing drin. Das haben wir ja in Ödland, schätze ich, ist ja mit drin. So, und hier schön die ganzen elektrischen Bauteile. Das müssen wir ja eh noch machen. So, den Toaster nehmen wir auch noch mit.
für den Morgentoast. So, das einmal zerlegen. Das schmeißen wir weg. Das brauchen wir nicht. Ja, okay. Das passt schon. Dann holen wir wieder die Pumpe raus. Und dann ist Papier wieder einsatzbereit. So, da haben wir das denn. Electrical Traps. Was mich wundert eben, ich habe noch wirklich null Teile gefunden oder irgendwas für Drohnen oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch irgendwie, ob ich da irgendwas Falsches gemacht habe oder was Falsches geskillt habe bis jetzt. Muss ich gerade mal, kann ich auch gleich mal gucken. Drohnen. Gibt es hier irgendwas für Drohnen speziell? Wahrscheinlich Robotik ist das, ne? Robotik. Ja, guck dir mal an, wie weit wir da von Robotik weg sind. Da kommen 13 Hefte von 68. Also, was müssen wir denn dafür machen? Henker und Erfinder Robotik. Henker und Erfinder Robotik. Okay. Warte mal, das ist dann hier, ne? Erfinder Robotik. Erfinder Robotik. Wie viele Punkte haben wir? 3. Wollen wir da mal ein bisschen was reinbröseln? Robotik-Experte. Haben wir vorne auch was frei, wo man jetzt mal irgendwie so ein bisschen... Oh, warte mal, ich will noch eines gucken. Maschinengewehre, Gewehre. Knüppelvorschlaghammer, Wandfeuerwaffen, Schrotflinten. Schrotflinten, ja. Gewehre, Maschinengewehre, da müssen wir eigentlich rein. Da müssen wir rein. Maschinengewehrschütze, das macht erstmal Sinn. Maschinengewehrschütze, das war hier. Kommen wir aber nicht weiter, schade. Schmerztoleranz kommen wir nicht weiter. Was kriegen wir hier für 2 Punkte? Maschinengewehre. Dann drücken wir hier nochmal 2 Punkte rein. Okay, machen wir das so. So, da müssen wir uns leider einmal reinkloppen. Weil wir haben keinen Dietrich dabei. Ich weiß auch gar nicht, können wir Dietrich hier bauen? Dietrich. Dietrich. Ja, das war sehr schlau gerade. Dietrich. Dietrich. Könnten wir machen. Eisen und mechanische Teile. Okay. Bin nur zu faul, sowas mal zu craften. Ich weiß auch nicht, wieso. Man spielt jahrelang 7 Days to Die und kann sowas craften. Macht's einfach nicht. Man macht's einfach nicht. Gibt so gewisse Sachen, die gehen einfach nicht rein in den Kopf. Das will nicht. Will nicht, kann nicht, muss nicht. Na, muss vielleicht schon, aber kann nicht. So. Minion, was ist da denn drin? Oh, warte, ein Lucky Looter. Das ist nicht schlecht. Das nehmen wir mit. Und was ist das hier? Tada! Ich glaube, wir haben Lucky Looter voll. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Schrotflinten. Das ist gut, das ist gut. Das brauchen wir. Das packen wir ein. Achso, nee, ist schon leer. Ich wollte mal gucken. Einmal Bücher, einmal Bücher. Was haben wir denn voll? Der glückliche Sammler haben wir tatsächlich voll. Verdammter Glückspilz. Du bist ein verdammter Glückspilz. Dieser Tipp ist der beste. Deswegen habe ich ihn bis zum Schluss aufgehoben. Gegner haben eine um 20% größere Chance, Beute fallen zu lassen. Oh, das ist schon nice. Ansonsten 6-7, 6-7, 5-7, 2-7. Ja. Ansonsten haben wir tatsächlich, das ist das erste Buch, was wir komplett voll haben. Okay. Gibt Schlimmeres. So, dann gucken wir noch, guckt der Papi nochmal hier oben. Ach, Scheiße. Nein! Nein! Ach so. Ja. Eher nicht so, ne? So, weg. Da liegt schon noch ein Kopf. Da müssen wir wahrscheinlich... Ach, wir müssen da unten wahrscheinlich raus, ne? Müssen wir hier raus? Kann das sein? Nee, müssen wir nicht. Ist ja blöd. So, gucken wir mal, wo wir denn da hin müssen. Da sind wir rausgekommen. Da sind wir rausgekommen. Hier müssen wir lang. Da müssen wir rein. Ach du Scheiße. Ja, die Nummer. Oh, nee. Der geile Part kommt erst noch. Na, geil ist relativ. Also der geil bescheidene Part kommt noch. Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir auch nicht. So, einmal das. Holz schmeiße ich auch mal weg. Kriegen wir tonnenweise. Kriegen wir da noch irgendwie was zusammengeklüngelt? Nee, nicht wirklich. Schockstabteile brauche ich eigentlich nicht, könnte ich aber für Tickern. Für 72 Ocken. Ach, schmeißen wir weg, was soll's. Auch das schmeißen wir weg. Das können wir noch behalten. Das bauen wir selber an. Das brauchen wir nicht. Samen, ja, gut, könnte man. Das schmeißen wir weg, davon haben wir genug.
haben wir auch genug von. Beziehungsweise könnten wir uns tonnenweise abbauen. Ja, gut, dann. Wir brauchen gleich ein bisschen Loopplatz. Und das ist immer so das Thema, da war ich ja jedes Mal dabei. Wo ist meine Axt? Meine Axt habe ich natürlich zu Hause gelassen, Idiot. Machen wir es halt so. Brauche ich mir jedes Mal, wenn ich hier bin, in dem Gebäude. Ich glaube, das Gebäude haben wir so auf Questebene schon. Ja, also 3-4 Mal sicherlich durchgespielt. Es tut mir leid, aber ich kann nichts dafür, wenn Jen sich nichts Neues einfallen lässt. So, und es muss auch irgendjemand immer vorbeikommen, der hier die Quest neu auffüllt. So, na hallo? Hallo? So jetzt. Einmal bitte das und dann einmal das und dann können wir nämlich einmal ganz unten. Ja, das wird unangenehm. So, einmal nach unten durch. So, den hatten wir, glaube ich, auch. So. Da 1, 2. Hä? Da seid ihr? Okay, interessant. Aha. Okay. Ups, du kommst ja doch hoch. Wow, 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 wow. Sag mal, machst du mal halblang? Oh, moin. Nein. Mal schnell nochmal einmal heilen. Bevor wir gleich tot umfallen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Heilige. Haben wir noch was anderes dabei zum Heilen? Nee, nicht wirklich, ne? Keine Tabletten oder irgendwas Geiles. Eieiei, okay, da draußen ist schon wieder Krieg und Frieden. Weniger Krieg, weniger Frieden, mehr Krieg. Naja, ich komme da wieder nicht hoch. Warte mal. So. Hier, kommen Sie doch. Du warst doch gerade noch da. Nun komm mal ran hier. Jetzt habe ich mir extra was gebaut. Du bist auch so eine Flachzange, du ehrlich. Hallo. Oh. Kein bisschen. So, sauberes Gebiet. Da kommen wir, glaube ich, gleich raus. So, erstmal flanken wir alles weg, was hier kommt. Da kommt. Ich, genau, da machen wir doch gerade auf und das ist doch so eine Rampe. Und da kommen noch gleich 30 Milliarden Zombies, ne? So eine Art. So grob geschätzt. Da warten wir jetzt auch mal ein Sekündchen, aber da müssen wir eh gleich raus. Müssen wir beeilen, müssen wir uns, weil wir haben es zwar erst 16 Uhr, aber die Zeit kann schnell um sein. So, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt? Kommt hier jetzt noch einer oder nicht? Ich meine, wir können jetzt assi sein und... Hm, Moment mal. Challenge accepted. So, einmal das. Allerdings müssen wir natürlich vorsichtig sein. Es kann auch sein, dass wir gleich... Obwohl, nee, lass uns das mal. Wir haben... Nee, lass das mal lieber sein. Wir machen das auf die altmodische Art. Du kommst da gleich... Ja, weil sonst haben wir sonst keine Verteidigungslinie mehr. So, einmal den. Einmal das. Natürlich verschlossen. Klar, logisch. Die brauchen noch einen Moment, bevor die durchs Tor durch sind, hoffe ich. Auf jeden Fall brauche ich noch eine Bandage. Beim letzten Mal, glaube ich, war das auch schon relativ knapp, weil wir hier drin waren. Also, da ist auf jeden Fall einer. Erstmal das weglooten. Das schmeißen wir mal weg. Brauchen wir zwar an sich, aber ich habe jetzt gerade keinen Platz dafür. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das schmeißen wir weg. So, Munition. Nehmen wir freudig strahlend mit. Das nehmen wir auch. Und da war eine Tablette. So. Nehmen wir auch mit. Da
haben wir auch noch nicht reingeguckt. Das nehmen wir mit. Fleisch nehmen wir mit. So. Achso, du bist auch noch fleischig. Ich nehme auch noch mit. Und dann kloppen wir dich einmal auf und mal sehen, was du schönes, feines für uns bereithältst. Dafür brauchen wir die Triche. So, 17.16 Uhr. Siehst du, die Zeit rennt ordentlich, ne? Also du machst mal eine Kiste und dann hast du gleich Geburtstag. Das geht ganz fix. So. Guck mal, eine Schatzkarte. Wann habe ich das letzte Mal eine Schatzkarte in diesem Spiel gefunden? So, gucken wir mal. Ach, jetzt ist die... Wow! Voll erschreckt. Wow! 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 Einer kommt da noch. Mutti ist not amused. Ich auch nicht. Okay, rede mit dem Händler. Puh. Ein bisschen hat noch auf die Fresse gekriegt, aber das passt schon. Ist passt schon. Alle zusammengeschossen. Sehr gut. Achso, dich nehmen wir auch noch mit. Du darfst bei mir wohnen. Als B. Ah, so. Joa. Machen wir mal mit. Das ist Sand. Das lassen wir mal freudigstrahlend hier. Dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen Schmodderkram. Wie gesagt, da werden schön lecker Beete draus. Nicht rote Beete, sondern Beete. Ist hier noch was? Ne, ne? Ich glaube, das ist auch nur ein Nebengebäude. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier überhaupt... Oh, ne, nicht wirklich. Das ist auch gerespawnt. Also ist das... tragen. Na, ja, warte mal. Wir tragen mal wieder den anderen Kram. Stacheldrahtmod, bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, gut. Krieg ich leider jetzt nicht alles mit. Müsste ich auch jetzt. Obwohl, das kann ich eigentlich mal essen. Dann nehme ich eher das mal mit. Den anderen Kram, ja, den brauchst du sonst erstmal nicht. Wir haben ja die Quest fertig. Insofern lass uns erstmal die Quest einmal abgeben. Und dann haben wir's. Die eine Quest, die wir geschafft haben. So, wo ist mein Bike? Da vorne. Ich könnte jetzt natürlich nochmal zurückrennen, ne? Hier nochmal ausleeren. Muss ich, ach scheiße, das muss ich sowieso, aber wir kriegen ja auch noch ein bisschen Geschenke. Das weg, das wir packen das mal alles rein. Guck mal, aber das ist wirklich, ich würde mal fast behaupten, das ist die erste Schatzkarte, die wir in diesem Let's Play gefunden haben. Oder könnt ihr euch daran erinnern, dass wir hier schon mal eine Schatzkarte gefunden haben? Ich wüsste nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt ganz ohne Flachs. Ich glaube schon. Das macht mich schon so ein bisschen stutzig. Es sei denn, die haben grundsätzlich die Schatzkarten ein bisschen ausgedünnt, damit man sich eben da nicht den geilen Stuff holen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich meine... Habe ich... Na, wüsste ich jetzt einfach nicht. Naja, könnt ihr mir ja sonst mal schreiben, ob ihr die gleiche Erfahrung gemacht habt. Weil ich meine, das ist die erste Schatzkarte, die wir in diesem Spiel, in diesem Let's Play, was ja nun auch schon 96 Folgen lang ist, haben wir, glaube ich, nicht einmal eine Schatzkarte gefunden. Weil ich wüsste nicht, dass wir einmal... Doch, ich glaube, einmal hatten wir eine Schatzkarte gefunden. Das war, glaube ich, bei diesem Doppelhighway. Bei dieser Doppelstraße. Und da, wo ich dann noch gemeckert habe, dass der Schatz unter dem Asphalt liegt. Doch, ich glaube, das war da. Bin mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Ist auch nicht relevant, aber... nicht groß relevant, aber ich glaube, einen Schatz hatten wir. Aber ein Schatz von 96 Tagen, ne? Ich bitte. Also früher haben wir sonst... Nicht alle naslang, aber doch schon öfters mal Schätze gefunden. Also Schatzkarten, Schätze ist da noch relativ. Ne? Aber, naja. Meds, drug. Gut, now Meds, Drugs, Rock'n'Roll. Oh, Compound. Obwohl, geschmiedeter Stahl. Das ist natürlich wieder die Frage. So, Compound-Bogen würde ich normalerweise nehmen, aber wann spielen wir schon mal mit einem Compound-Bogen? So,
Da fällt schon eher geschmiedeter Stahl. Fertigungsfertigkeit, Zeitschriftenpaket. Ist mal so ein bisschen die Frage, was für Hefte sind da tatsächlich drin? Na, sind das Hefte, die wir brauchen können oder Hefte, die wir wegschmeißen können? Ich nehme trotzdem mal das. Weil Magnum haben wir nicht. Stahlschaufel, eine Sechser ist zwar geil, aber dafür haben wir einen Bohrer. Geschmiedeter Stahl ist zwar auch nett, können wir aber auch relativ zügig klauen. Also ich würde mal sagen, wir nehmen tatsächlich das Zeitschriftenpaket. Hast du irgendwelche Öfgaben? Wir machen sonst mal nächsten Tag vielleicht nochmal die hier befallene beseitigt. So. Machen wir aber nächsten Tag. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Händler, der wahrscheinlich 6 Kilometer entfernt ist. Oder 12 oder 80. So. Einmal ganz kurz ausmüllen. So, einmal zu. Und dann gucken wir uns den Lachs mal an hier. So, ein bisschen Holz haben wir dabei. Achso, die Hefte müssen uns natürlich gleich mal reinpfeifen. Gleich mal gucken, was wir da gekriegt haben, Schönes. So. Einmal Crafting. Einmal alles weg. Oh gut, ein. das einmal weg. Das einmal weg. Guck mal, das. Gut, wir müssen mal ein paar Bandagen wiederherstellen. Aber ich habe ja nun auch ein bisschen Creme hier. Ein bisschen Creme geht schon klar. Und dann haben wir noch ein paar Teile. Das geht in. Ja gut, das sind Mods, aber die packe ich trotzdem in die Teilekiste. Das sind Teile, das sind Teile. Das sind Mods. Das können wir eigentlich gleich mal an uns. Ja, das können wir uns gleich mal angucken, würde ich sagen. Saaten packen wir gleich mal oben hin in die Saatenkiste. Saatenkiste. Ja, viel mehr Saaten ist auch nicht. So, einmal hier die Munition. Was knistert hier so? Ach, das ist das Handy. Ich wundere mich immer, warum das immer so knistert. Das ist meistens, wenn ich das Handy in der Nähe habe. An einem bestimmten Kabel dran liegt, dann knistert es immer so ein bisschen. Denkst du mal, mein Gott, was ist das? So. Einmal Munition, Munition. Das wird eingeschmolzen. Munition, Munition. Geld, Blei, Benzin. Nitrat kann da auch mal mit rein. Blei schmelzen wir ein. Essenmaterial, kommt das rein. Essen, Trinken, Material da rein. Blei kommt da drüben in die Bleikiste. Wo wir gar kein Blei mehr drin haben. Deswegen müssen wir unbedingt noch Blei organisieren. So, das haben wir da drin. Dann haben wir hier in die Baukiste, schmeiße ich dann auch mal den Schmodder rein. Und in die Händlerkiste das Geld. So, das Geld. 3000 haben wir jetzt dabei. Das würde ich ganz gerne mal umswitchen. Weil das ist ja Stahl, ne? Ne, Eisenstiefel. Der Blödsinn. Wobei Eisenstiefel könnten wir uns oder Eisenrüstung könnten wir uns, glaube ich, auch herstellen. Da müssen wir mal gucken. Weil wir jetzt haben wir momentan nur Alteisenhandschuhe. Das ist noch nicht so geil. Das ist 6er, also es dürfte auf jeden Fall besser sein. Aber das ist auf jeden Fall besser. 2,9. Das ist also easy. Reparieren, tragen, zerlegen, verändern. Dann haben wir einmal das, dann das. Reparieren. Ja, können wir auch sowieso mal machen. Einmal reparieren und dann bitte einmal verändern und einmal die Mod rein und abschließen und tragen bitte. Und die können wir reparieren und verkaufen. Aber ich mach die erstmal weg. So. So, und am Öffnen. Was haben wir Schönes gekriegt? Electrical Traps, können wir was mit anfangen. Shotgun Weekly, können wir was mit anfangen. Was mir wieder nichts nutzt, sind hier die Sharpsticks. Das haben wir mal zweimal schön... Immer schön gefunden, aber was soll ich mit Speeren? Ich spiele keine Speere. So, was haben wir hier? Dann haben wir eine alte, vergilbte Schatzkarte mit ein paar Kritzeleien, die ich gefunden habe. Lesen. Für all diejenigen, der diese Notiz findet, Freund, das ist nah. Was? Freund? Das Ende ist nah. Die Monster brechen meine Tür auf, aber in meinen letzten Momenten kann ich nur daran denken, wie ich in Erinnerung bleiben möchte. Nicht als Zweigling, sondern als jemand, der an andere denkt. Ich hinterlasse dir diese Karte, die dich zu einer meiner vielen geheimen Truhen führt, die ich vergraben habe. Gott segne dich, Jennifer. So, Schatz begonnen. Jennifers Schatz. Cody. Okay. Soll uns aber erstmal nicht jucken. Das machen wir. Wo ist denn das überhaupt? Schatzkarte.
Achso, das ist die Quest. Wo ist denn die Schatzkarte? Da hinten ist die Schatz. Also, da hinten ist der Schatz. In der Richtung. Was ist das da? Ah, na gut, es geht eigentlich. Da kommt man eigentlich ganz gut hin. Ist nicht so weit weg. Das Befall Stufe 4. Ist das... Sag nicht, dass es wieder der gleiche Store ist. Sag nicht, dass es wieder der gleiche Store. Ist das nicht auch da gewesen? Also wenn das gleich wieder der gleiche, wenn das wieder der gleiche Store ist, ne? Also dann muss ich ganz ehrlich sagen, also dann wäre das, war es glaube ich die letzte Quest, die ich für Virgin gespielt habe, ganz ehrlich. Kann ja gar nicht sein. So, einmal bitte das. So, Getränke ist so lala, aber dann drücken wir uns auch gleich mal den noch rein. So, und dann hauen wir uns noch gleich mal schon Essen rein. Lecker. Schön Steak and Fries. Oh, sehr gut. Sehr gut. Fein. So, wie geht's hier weiter? Hier hatte ich noch ein bisschen Schießpulver aufgesetzt. Das sieht auch schon mal gut aus. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir noch was an... Ne, haben wir nicht. Okay, gut. Ich wollte nämlich eigentlich noch ein bisschen Blei, also noch ein paar Bullet-Tipps machen. Haben wir hier, da ist kaum was am Blei drin. Haben wir noch was am Blei drin? Messing. Hier haben wir noch 102. Okay. Das ist eher so mau. Messing. Zack. Machen wir noch ein paar Patronenhülsen. Können wir noch laufen lassen. Das können wir noch. Bullet-Tipps haben wir, wie gesagt, nicht. Achso, brauche ich ja gar nicht. Brauche ich ja gar nicht probieren, außer die 102 halt. Na ja, gut. So, da haben wir nochmal 14. Dann machen wir gleich die Bullet-Tipps. Machen wir hier 762er, ja, würde ich sagen. 102. 102 Schuss sind schon mal gut. Müssen aber Blei haben. Da müssen wir die Tage auch mal so ein bisschen ran. Weil dann haben wir gleich Tag 97. Dann haben wir noch Tag 98 komplett. Das heißt, wir haben zwei komplette Tage. Ich würde sagen, wir holen einmal den Schatz. Wir holen einmal die neue Quest, würde ich sagen. Wir gucken aber erstmal, was für ein Gebäude es ist. Ansonsten nehme ich die ab. Wenn das das gleiche Gebäude ist, dann machen wir die nicht mit. Und dann Tag, ja, Tag 98 geht es dann schon wieder los mit der nächsten Horde, beziehungsweise Hordenvorbereitung, wobei wir da tatsächlich nochmal gucken, wie weit wir tatsächlich die Feralbasis nutzen können. Ich würde wirklich das Risiko eingehen, auch wenn da jetzt nur Holz ist oder welche Frames auch immer, dass wir es einfach ausprobieren, weil die sollten eigentlich primär auf die Leitern gehen und dann können wir lieber von oben ein bisschen ballern. Dann können wir zumindest erstmal sehen, ob wir vielleicht noch im Vorfeld vielleicht noch ein bisschen was ändern können oder müssen. Ich glaube, das machen wir so. Das sollte eigentlich passen. So, das sieht auch gut aus. Beton können wir auch schon mal wieder anpflanzen, hätte ich fast gesagt. Können wir auch schon mal wieder bringen. So, Steine. Zack, zack. Zack, zack. Das sieht gut aus. Dann haben wir ein bisschen Beton. Da können wir... Wie viel können wir dann Beton an Beton machen? 1, 2, 3, 4, 4.300, das sind die. Das heißt, wir machen 2.150. Da haben wir schon allein schon eine Stunde Mission. Mission Impossible. Und hier machen wir den Rest, 2.165. Dann haben wir in einer Stunde dann die doppelte Anzahl Material. So, dann haben wir das. Dann machen wir das, 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 das. Das raus, das rein. Das sind Steine. Zack. Hat mit da Sand? Ach, komm. Gut, die mache ich noch weg, ausnahmsweise. Also mache ich sowieso weg, aber in dieser Folge. Werd mal nicht frech. Einmal geschrien hat sie. Das heißt, sie müsste auf jeden Fall noch Partygäste eingeladen haben. Da kommt auch, glaube ich, einer. Da ist einer. Oh. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Guck mal, hast du gesehen? Die sind da nicht hochgesprungen. Die sind da nicht hochgesprungen. Ich weiß nicht, ob das... Eins, zwei. Einen Block haben sie da weggekloppt. So. Einmal Schädel rasiert. Kommt noch wer? Hat noch jemand Geburtstag? Musik ist aus und so vom Bassas.
Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Tag 97 haben wir ja schon. Und ich denke mal, zumindest würde ich mal sagen, Schatz ausgraben, das auf jeden Fall. Quest müssen wir mal gucken. Und ja, macht's gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.